So, nach dem letzten Mal ist mir aufgefallen, dass wir doch hier oben was freigeschalten haben. Und wir gucken erstmal, was es hier ist, nämlich im Walk of Ages. Und zwar ist es das Dribok. Ja, und heute sind wir unterwegs nach Galacus. Und ich kann mir schon vorstellen, wer immer da treffen. Ich kenne aber den Namen nicht, deswegen sehen wir uns jetzt mal in Dribok. Ja, egal. Wie bitte? Was ist denn das denn? Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass wir hier auf eine brennende Giraffe treffen, also. So, wir haben jetzt neu diesen Feuerball. Der wird uns aber, glaube ich, in der Wüste nicht viel bringen. Der hat auch nicht ganz so viel Stärke. Und ich würde einfach sagen, wir benutzen einfach unseren Block des Zeitalters wieder. Und wir machen einfach mal eine fast komplett neue Runde hier mit Sachen, die wir noch nie groß benutzt haben. Ja, aber damit hätte ich jetzt nicht jetzt. Ah, okay. Ach du, hi. Ich glaube, das war keine gute Idee, mit dem Block des Zeitalters hier durchzukommen. Weil A ist es hier ziemlich ringsherum. Dann haben wir... Wie soll man denn hier hochkommen? Und das ist einfach nur so ein Schutz. Ich würde sagen, wir bauen erstmal eine Bank hier hin. So, da ist er schon unterwegs. What the fuck? Also ich baue gerade hier mal meine Abwehr ein bisschen hin. Aber was hat denn der für einen Ball? Ach, der hat diese Kuh. Achso, naja, gut, das erklärt natürlich einiges. Achso, hier würde man nach oben kommen. Und das macht er natürlich auch. Das ist nicht gut. Und wir können los, aber ich muss noch ein bisschen was hier hinbauen, weil wir haben zu viel Geld, los. Fuck egal, los geht's. Wir mit dem Block des Zeitalters, ich glaube, hier sind wir, mit dem sind wir komplett falsch. Ich glaube, ihr merkt es, dass wir sind hier komplett falsch mit dem Ball hier. Wir hätten hier wirklich mal einen Runden gebraucht. Aber jetzt habe ich mich umentschieden für den hier. Ich dachte, vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Aber anscheinend klappt das doch nicht. So, im Moment habe ich auch noch ein kleines Problem, dass bei mir eine Sache spinnt. Und zwar kann ich im Moment nicht mit Google Blussy, mit Google Chrome hier hochladen. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie sagt er, ja, das ist ein falsch. Der Server kann, nimmt die Datei nicht an. Ich habe aber Google Chrome oben, mit dem man auch hochladen kann. Und ich habe auch die aktuelle Version. Und ich habe auch mein Internet neu gestartet. Und ich habe die richtige Datei und alles mögliche. Aber ich kapiere nicht, was da falsch geht. Weil... Oh nein, das Vieh. Oh, zum Glück bin ich außer seiner Reichbahn hier. Jetzt habe ich nur seine... Oh, fuck, Alter. Ich habe keine Lust, mit dem hier durchzukommen. So, ich bin gerade noch an der Abwehr abbauen, aufbauen von meiner neuen Strecke. Und ich habe das einfach noch nicht geschafft, hier eine ordentliche Abwehr zu bauen. Vor allem, weil ich den ja auch noch nicht benutzt habe, fällt mir so nebenbei ein. Ich merke gerade erst, wie bescheiden eigentlich diese ganze Strecke hier ist. Aber wir machen jetzt los. Wir haben jetzt den Medusa-Felsburg, haben jetzt auch andere Einheiten noch ausgewählt, weil ich denke mal doch, dass das was bringt, mit anderen Abwehreinheiten hier was zu machen. Die Bank ist natürlich, muss bei mir... Ja, dass bei ihm Bomben sind, ist glaube ich auch ein Muss. Und wir fliegen natürlich zuerst nach unten. Naja, gut. Ne, vorhin bin ich ja stehen geblieben. Ich weiß es nicht mal, wo ich eigentlich stehen geblieben. Achso, dass bei mir irgendwie das Hochladen nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte. What the fuck, ah, wow. Ah, fuck. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt oder ob ich das gerade überblendet habe mit... Nein! What? Das... Ah! Ich habe gerade eine Nachricht reinbekommen.
Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier so schwer an dieser Strick auf einmal? Mich würde mal auch interessieren, ich komme hier auch in meine Stricke rein, ob das jetzt eine Komplikation geben würde oder ob das gehen würde oder ob das überhaupt nicht gehen würde, aber dazu habe ich leider keine Zeit. Nein! Fuck. Na gut. Okay, alles gut. Nee, wie gesagt, ich hoffe mal, ich habe das jetzt hier rausgeschnitten, dass ich vorhin gerade eine Nachricht bekommen habe. Wenn nicht, habe ich hier nochmal die Erinnerung in meinem Video, dass ich die ganze Zeit darüber rede. Ja, und ich habe ja auch schon ein Video hochgeladen, dass es leider jetzt so ist, dass es diesen Mega-Livestream, sage ich jetzt einfach mal dazu, nicht geben wird, da die 50k-Leitung bei uns zu Hause noch nicht ankommt. Und das bedeutet auf Klartext, der Vertrag muss erst ablaufen und der Vertrag läuft ab im Dezember. Und im Dezember glaube ich mal nicht, dass ich irgendeinen Livestream noch machen werde. Sieht nicht so danach aus. Und ich sehe, dass er hier ziemlich viel von mir vernichtet hat. So, er ist schon wieder auf dem Weg nach los unterwegs. Ist nicht so schön, dass er jetzt schon wieder unterwegs ist. Und wir sehen, dass er oben rumgegangen ist. Deswegen müssen wir hier oben auch noch ein kleines bisschen Abwehr bauen. Und jetzt macht er unten. Jetzt, wo ich oben die Abwehr baue, ist er oben unterwegs. Das sieht typisch nach dem aus. So, wir können natürlich aber auch gleich hinterher machen. Das ist auch gar nicht mal ganz so schlimm. Und eigentlich mal gar nicht mal ganz so... Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Was ist schon geil. Und wenn ich anfange, es ist doch gar nicht mal so... Das ist doch... Für uns ist es doch nicht scheiße, dass wir jetzt hier schon früher losmachen können. Ich konnte noch mal hüpfen. Aber nochmal zur Sicherheit gesprungen, dass ich nie eingestampft werde. Super, super nice. Jetzt gehen wir mal andere Richtung lang. Das hoffen wir mal, dass es ein bisschen mehr Glück bringt. Warum soll es eigentlich Glück bringen? Weiß ich selber nicht, aber... Elefant ist tot. Jetzt hier rum. Ah, der ist schon durch. Das ist nicht toll. Das ist gar nicht gut. Der ist kaum durch und seine Abwehr ist schon aufgebaut wieder. Das kapiere ich jetzt überhaupt nicht, aber lassen wir es mal dabei. Das kann man auch nur mit Cheats machen oder Hacks oder Lex oder... Ich will diese fucking Dinge da zerstören am liebsten. Aber das kriege ich leider nicht. Ja, mit mehr Schaden dieses Mal reingeknallt. Super. Also wie schnell ist denn der unterwegs? Das gibt... Also er hat doch immer wieder einen anderen Ball. Das könnt ihr mir nicht sagen, dass das immer wieder der gleiche Ball ist. Das gibt's doch nicht. Oh, komm, komm, komm. Hier vorne kann man nichts mehr machen. Tut mir echt leid, aber wir müssen jetzt nach hinten gehen. Und wir können los, komm, 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 komm. Ich hoffe mal, der Blitz hat getroffen, super nice. Wow, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich hätte zwar seine Bank zerstören können, aber das wollte ich jetzt nicht. Ja, nice. Warum macht ihr das nie? Das ist so simpel, die Dinger zu zerstören. Nein, der lässt er sich lieber einstampfen. Was soll denn das für ein Trick? Aber ist halt sein Leben. Soll er machen, was er denkt. Ah, das war gar nicht mal so schlecht. Echt jetzt? Ich bin fast wieder auf der Bahn. Nein, da bin ich zerstört. Was soll denn das? Warum leuchte ich so komisch? Ah, komm, 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 komm. Das wird jetzt die letzte Runde sein, die wir jetzt hier durchmachen. Danach werden wir wohl gewonnen haben. Oh, diese fucking Windmühle, die kotzt mich an. Das gibt's doch nie. So sehr, wie die mich schon ankotzt. Ich hoffe mal, die habe ich jetzt mit zerstört.
Aber trotzdem, wenn ich jetzt nächste Woche bei meinen Eltern bin, wird es trotzdem viel Spaß machen, da ich die Zeit dann nutze, um Videos zu schneiden. Nice, letztes Mal, was ich jetzt durchmache. So, und der Feind ist gleich zerstört, wenn ich weiter so mache. Das ist nice. Dann brauche ich eigentlich fast gar nicht jetzt mich beeilen loszumachen. Und der ist zerstört, nice. Ja, haben wir jetzt genug Zeit, um loszumachen. Was mir jetzt noch so als Thema eingefallen ist, was ich noch erzählen möchte. Es sind ja jetzt die Wahlen vorbei. Und ich habe jetzt auch überlegt, ob ich nicht vielleicht ein Video mache zu den Wahlen. Mit den Ergebnissen möchte ich am liebsten nicht, weil es gibt viele Leute, die sich aufregen, dass die AfD überhaupt drin sind im Bundestag. Andere regen sie auf, dass der zu wenig hat, die AfD. Meine Meinung ist, Leute, Deutschland hat gewählt, Deutschland hat so entschieden und fangt jetzt nicht an hier, oh, das wurde doch alles jetzt manipuliert und sonst irgendwas für einen Scheiß. Mir hat extra noch jemand gesagt gehabt, wo ich mich aufgeregt hat, dass eine bestimmte Gruppe im Bundestag so viel Punkt, Dings hat. Da habe ich jetzt nie wen. Wer am besten die Leute manipulieren kann, der hat eben die meisten, der hat eben Glück gehabt oder haben die meisten Punkte oder... Da kann auch nicht, die AfD sagen, nur weil tausende von Anhängern jetzt sagen, jo, okay, hier... wir demonstrieren die ganze Zeit wegen den Flüchtlingen oder sowas. Wir sind die Stimme des Volkes. Theoretisch ist die Stimme des Volkes ist mit der CDU, weil die CDU eben am meisten Stimmen hat, theoretischerweise. Da haben wir aber 50% wollten aber noch die AfD wählen, die aber nicht wählen gegangen sind. Dann sage ich, das ist eure Schuld. Warum seid ihr nicht wählen gegangen und trägt euch aber dann auf? Mehr möchte ich aber auch nicht sagen, eigentlich... Weil ich überhaupt nicht zu dem Thema sagen. Und wir haben was Neues bekommen. Wir haben den Wahl. Der diese Saugleistung hat. Freut mich, geil. So, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder in La Mancha. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt er mir ins Wort. Ciao, ciao.